Guten Abend und willkommen zum Gospelloft. Wir sind angekommen beim allerletzten Teil unserer Serie. Wir bauen das Haus Gottes. Und ich möchte gleich weiterfahren und wir wollen die Ämter besprechen, die im Epheserbrief 4 und Vers 11 angedeutet sind. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Diese Ämter sind geschaffen durch Jesus Christus als Gaben für bestimmte Zwecke in der erweiterten Gemeinde Christi. Einige dieser Berufungen sind nicht beschränkt auf eine einzelne Gemeinde, sondern sie arbeiten unter allgemeiner Aufsicht außerhalb der bestehenden Gemeinden. Aber jedes dieser Ämter ist von Gott eingesetzt und kann nicht erworben werden als eine Karriere und auch nicht durch Schulung oder was auch immer. Es ist eine Gabe des Herrn an die Gemeinden. Right, okay. Das Amt eines Apostels kommt dann zuerst. Das Wort im Lateinischen wäre mit Missionar zu vergleichen. Wir können es auch als Botschafter oder Gründer auslegen. Es bringt uns schon näher an eine Bedeutung. Wir wollen vorerst die Apostel des Lammes, die 12 Jünger Jesu, hier ausschließen und uns mit der Aufgabe eines Apostels beschäftigen. Das beste Beispiel sehen wir wahrscheinlich von der Arbeit, die Paulus machte. Er unternahm drei ganz bestimmte Missionsreisen. Und zuerst wurden Gemeinden gegründet, wo das Evangelium noch nicht gepredigt war. Es geschah auf zwei ganz bestimmte Arten. Er suchte sich eine Synagoge aus, wo schon ein Glaubensfundament auf jüdischer Lehre gebaut war. Seine Aufgabe da war, den Juden klarzumachen, dass Jesus der Messias sei. Meistens teilte sich dann die Synagoge oder die Gemeinde der Synagoge und einige formten dann die neue Gemeinde in Jesus Christus. Paulus dann legte die Fundamente der neuen Lehre und hinterließ einige als Bischöfe und Diakonen und die Ältesten wurden da angewiesen. Er war aber nicht nur ein paar Tage an einem Ort, sondern bis zu 18 Monaten. Um das Wort fest zu verankern. Später ging er wieder zurück oder schrieb Lehrbriefe an die verschiedenen Gemeinden. Manchmal fand er einzelne Gläubige an einem Ort und brauchte diese Gelegenheit, das Werk zu vergrößern und die bestehende Kleingemeinde zu ermutigen. Er aber hatte eine Basis, wohin er zurückkehrte, nämlich Antioch oder Jerusalem. Was von heute und was von dem Amt des Apostels? Ach, es fehlen uns solche Brüder in den Gemeinden, die so viele verschiedene Abweichungen wieder ins Gleis bringen sollten. Mehr und mehr Abarten der wahren Lehre werden eingeführt und vor allem toleriert oder ignoriert. Es sitzen Brüder zusammen mit der gleichen Bibel, und der eine sagt über den einen Vers, oh, hier geht es um den Antichrist. Und der andere sagt, nein, 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 hier geht es um den Jesus Christ. Ja, dann haben wir Menschen, mit denen wir den Kelch teilen, die nicht an die Dreieinigkeit Gottes glauben und auf gleicher Ebene Gott betrachten wie die Zeugen Jehovas. Und dazu kommen noch viele andere Unebenheiten, wie liberale Theologie, oder Liberation Theology oder Wohlstandstheologie, ein Wohlstandsevangelium. Das Urteil muss im Haus Gottes beginnen. Und hier kommt das nächste Amt ins Spiel. Und das ist das Amt des Propheten. Wir haben schon zuvor über dieses Thema gesprochen und wollen uns das Amt näher ansehen in einer neutestamentlichen Situation. Wir haben wenige Beispiele in der Bibel. Aber wir wollen die wenigen, die da sind, lesen. Apostelgeschichte 21, Verse 9 bis 12. Der hatte vier Töchter, das ist der Philippus. Die waren Jungfrauen und weissagten. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet
mit Namen Agabus aus Judäa herab. Als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach: Das sagt der Heilige Geist. Der Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Als wir aber das hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Ja. Auf diesen Versen entnehmen wir einiges. Die Töchter von Philippus, sie weissagten, waren aber nicht Prophetinnen, sondern übten sich in der Gabe des Heiligen Geistes. Wie wir es letztes Mal gesehen haben, dann erscheint Agabus. Na, er war bekannt als ein Prophet, denn die Gläubigen glaubten ihm und wollten Paulus dazu bewegen, nicht nach Jerusalem zu gehen, weil das Wort gesprochen war. Das Wort des Propheten. Woran erkennen wir, dass wir es mit einem wahren Propheten zu tun haben? Die Bibel sagt es ganz klar. 5. Buch Mose, Kapitel 18, Verse 21 bis 22. Wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest, wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet redet im Namen des Herrn und es wird nichts daraus und es tritt nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat's aus Vermessenheit geredet und darum scheue dich nicht vor ihm. Als das Amt des Propheten noch in der Zukunft lag, sprach Mose schon darüber und machte die Gemeinde darauf aufmerksam, dass nicht alles, was im Namen des Herrn geredet wird, von Gott kommt. In Agabus haben wir das perfekte Beispiel. Denn was er gesagt hat, geschah eine Weile später mit Paulus in Jerusalem. Die Prophetie, die das Neue Testament am meisten prägt, ist die Offenbarung, die Johannes auf Patmos erfuhr. Aber auch hier gibt es ein Dutzend verschiedene Meinungen und Auslegungen. Im Neuen Testament wird eher gewarnt vor falschen Propheten, die sich erheben würden. Der größte dieser falschen Propheten war sicherlich Mohammed. Ja, er zog Millionen von Menschen mit sich und brachte Elend und Zerstörung über viele Länder und über viele Völker. Ich habe heute gehört, dass es 1,6 Milliarden Anhänger gibt, die dem Islam und Mohammed folgen. Ist er ein Prophet von Gott? Natürlich nicht. Denn er hat ja niemals die Wahrheit gesprochen. 2 Petrus, Kapitel 2 und Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Hier benötigen wir die Gabe der Unterscheidung und eine solide Basis im Wort Gottes. Es gibt bestimmt Grundlehren im christlichen Glauben, an denen man nicht rütteln darf. Die sind einfach gefestigt im Fundament der Apostel und der Propheten. Es sind Sachen wie: Jesus kam im Fleisch, als Mensch zur Erde. Jesus ist der Sohn Gottes. Und dann die Dreieinigkeit Gottes ist die Wahrheit. Die Lösung ist durch die Erlösung ist durch die Gnade Gottes zu uns gekommen, durch den Glauben. Und Jesus ist auferstanden. Jesus wurde gekreuzigt für unsere Sünden. Wenn ein Prophet gegen solches spricht, dann ist es nicht von Gott. Der Prophet kann aber auch zeitlich etwas voraussagen. Wir nehmen wieder den Agabus als Beispiel. Und wir lesen Apostelgeschichte 11 von Vers 27 an. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Und einer unter ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte: Durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Und dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Ja, es waren damals etliche Propheten, die ihr Amt ausführten. War es zu jener Zeit nötiger als heute, ist die Frage? Kaum, denn die Welt ist so böse wie damals und braucht ein Wort gegen ihr Tun.
Aber auch die Gemeinde Christi braucht das Wort der Ermahnung. Wir wollen es nicht hören, weil wir müssen vielleicht gewisse Sachen abändern in unserem Leben. Und wir sind uns so gewöhnt an diesen lieben Lebensstil, den wir haben, dass es für uns fast unmöglich ist, all das zu verändern. Ja. Und dann haben wir das Amt des Evangelisten. Er erreicht die unbekehrte Welt mit dem Evangelium und oft geht er dem Apostel voraus. Sie predigen eine Botschaft wie Johannes der Täufer. Bekehrt euch von euren Sünden und lasst euch taufen. Gleich wie der Petrus am Anfang, Tag der Pfingsten, gepredigt hat. Es sind Namen wie Billy Graham, Reinhard Bonnke, Oral Roberts und viele mehr, die Tausende von Menschen zusammenbrachten und ihnen die gute Botschaft predigten. Paulus schrieb an Timotheus, er soll doch diese Arbeit verrichten als Evangelisten. Zweiter Brief an Timotheus, Kapitel 4 und Vers 5. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tue das Werk eines Evangelisten, richte dein Amt redlich aus. Der Evangelist hat seine Arbeit nicht in einer gefestigten Gemeinde. Er kann die Gemeinden als Basis brauchen während seiner Reise. Seine Begabung liegt in seiner Botschaft, die ungläubigen Menschen zu erreichen und sie zu Jesus zu bringen. Er geht weiter und predigt in der nächsten Stadt, im nächsten Dorf, im nächsten Tal. Unglücklicherweise haben wir Statistiken von Leuten wie Billy Graham, dass nur 4-6% der Bekehrungen, die am Tag der Predigt gemacht wurden, auf dem Weg bleiben. Der Rest fällt wieder zurück in die alten Gewohnheiten. Und die Frage ist, warum und wieso? Es fehlt ganz einfach an Hirten und Lehrern. Deshalb, die Neubekehrlinge weiterführen können und betreuen. Sie wissen nicht, wie man mit ihnen umgehen muss, damit sie beim Glauben bleiben. Wir müssen nie vergessen, dass ein neuer Mensch in Jesus hungrig ist für das Wort Gottes. Er kann nicht genug davon kriegen und ist wie ein neugeborenes Kind, das alle 2 Stunden Milch braucht. Das bringt uns dann zum nächsten Amt und das ist das Amt des Hirten. Die Bibel spricht am meisten von diesem Amt, denn Gott ist bekümmert über seine Schafe. Jesus selbst spricht über dieses Thema und stellt sich als Beispiel hin. Er ist der gute Hirte, sagt er. Und wir wollen es gleich lesen, Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte, sagt er. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ja, das gibt aber den heutigen Hirten keine Entschuldigung, ihr Amt zu vernachlässigen, wie es die Hirten Israels getan haben. Die Propheten im Alten Testament haben die Hirten angeklagt. Und es ist wieder einmal nötig, dass ein Prophet den heutigen Hirten die Leviten liest. Hesekiel 34, Vers 2. Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollten die Hirten nicht die Herde weiden? Am besten lese das ganze Kapitel 34 von Hesekiel. Es ist ein Kapitel, das uns die Augen öffnet. Der Hirte hat die Aufgabe, die Schafe zu weiden und das auf allen Ebenen. Er führt sie auf grüne Auen. Das heißt, er gibt ihnen zu essen vom Wort Gottes, damit sie satt werden. Er bringt sie auf Weiden, die ein gutes, gemischtes Pflanzenreich vorweisen, damit da gute Milch für die Lämmer vorhanden ist und reichliches Futter für die Schafe. Dann führt er sie zum sauberen, frischen Wasser, damit ihr Durst gelöscht wird. Es heißt, der Hirte bemüht sich um das geistliche Wachstum der Gemeinde. Es geht hier um die Taufe des Heiligen Geistes, um eine betende Gemeinde mit Lobpreis. Und um die Gaben des Heiligen Geistes, damit Leben in die Gemeinde kommt. Lauwarme Gemeinden und lauwarme Hirten werden aus dem Munde Gottes gespült. Kein schöner Gedanke. Die Menschen rennen von einem Ort zum anderen, weil sie hungrig sind. Und am Ende machen sie sich ihre eigenen Auen.
und weiden und zerstören den Gedanken Gottes, der uns in eine gläubige Gemeinde einfügt. Gibt es den perfekten Hirten? Oder die perfekte Gemeinde? Natürlich nicht, aber wir bemühen uns, das Wort Gottes auszuüben und zu predigen in reiner Wahrheit. Wenn du eine perfekte Gemeinde gefunden hast, bitte schließe dich ihr nicht an, denn du wirst sie verderben. Dann kommen wir zum Amt des Lehrers. In gewissem Maße ist es auch der Hirte, der die Schafe lernt. Es gibt Leute, die die zwei letzten Ämter als eins verstehen. Es steht uns nicht im Wege, zwei Ämter zu erfüllen. Wir sehen es im jungen Timotheus. Manchmal erfüllt er das Amt eines Evangelisten, dann wieder zum Lehrer und auch zum Assistentapostel. Wir müssen uns bewusst sein, dass es wenige Menschen gibt, die sich zu einem Amt zur Verfügung stellen. Oder es kann die Hierarchie der Gemeinde sein, die es sogar verbietet, weil es unangenehme Veränderungen erfordern könnte. Zum Thema Lehrer möchte ich einen Text aus dem Matthäusevangelium nehmen. Matthäus 28, letzte Kapitel im Evangelium. Verse 19 und 20. Und darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Diese zwei Verse sind überladen mit Wahrheit, mit Lehre und mit Befehl. Der Evangelist macht Bekehrlinge, der Hirte weidet sie und der Lehrer macht Jünger aus ihnen. Da ist kein Ende in Sicht für die gläubige Person. Je tiefer wir in das Wort hineingehen, desto mehr kommt das heraus für uns und für jene, die das Wort Gottes hören wollen. Wir ernten aus dem Gottes Wort. Der Teufel ist ein Fachmann, der Unkraut sät in den menschlichen Verstand. Er fing schon ganz früh an, in den ersten Gemeinden, und es wird immer ärger. Falsche Lehre macht falsche Jünger. Jesus hat nicht gesagt, macht Bekehrlinge und Kirchengänger, sondern lehrt sie, damit sie andere lehren können. Er befahl ihnen, das weiterzugeben, was sie von ihm gelernt haben. Wir haben wieder Bibelschulen, die professionelle Leute fabrizieren. Und ich muss zugeben, ich habe das selbst mitgemacht. Aber anstatt dass es Lehrer gibt in der Gemeinde, die die ganze Gemeinde aufbauen, bis wir wieder Jünger haben, die auf gutem Fundament stehen. Die Vielfalt der Gemeindearbeit ist so groß, dass jeder eine Berufung ausüben kann. Das meiste, was ich gelernt habe, war nicht in der Bibelschule, sondern von den Lehren, die der Herr mir über den Weg geschickt hat, über lange Zeit. Das Problem in Europa vor allem ist, dass sie mit einem unbelehrbaren Geist geimpft sind. Sie wissen alles schon viel besser. Titus 1, Vers 10. Denn es gibt viele freche, unnütze Schwätzer und Verführer, besonders die aus den Juden. Denen muss man das Maul stopfen, schreibt Paulus. Denn Vers 13. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Und nicht achten auf die jüdischen Fabeln und die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Und dann möchten wir noch lesen vom 2. Timotheus, Kapitel 4, 3 bis 4. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Das war damals und es hat sich nichts verändert. Es sind wieder die sogenannten messianischen Juden, die sich gewagt haben, allerlei Irrlehre in die Gemeinden zu sehen. Viele glauben nicht einmal an die Dreieinigkeit Gottes. Sie haben aparte Gemeinden gegründet, wo sie einführen, wie das Laubhüttenfest wieder gefeiert werden sollte.
Yes. Manche wollen wir einen Tempel aus Stein und Holz errichten, um da Tieropfer zu bringen. Was für ein Gräuel es ist. Die Europäer haben einen Riesenkomplex, über was die vor drei Generationen angefangen haben. Ja, sie haben 6 Millionen Juden zunichte gemacht, auf grausame Art. Aber sie haben auch 5 Millionen andere zunichte gemacht in den Konzentrationslagern. Die Zigeuner, die Kommunisten und gestrengte Leute. Ja. Aber man darf ja heute nichts mehr sagen, sonst schreit die ganze Welt Antisemitismus. Der Lehrer muss ohne Angst das Wort Gottes gerecht austeilen, damit dem Teufel den Mund gestopft wird. Die Wahrheit macht frei, wenn sie auch unpopulär und unangenehm ist. Ja, ich möchte schließen mit einem Vers. 2. Timotheus, 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 15. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Und damit sind wir ans Ende gekommen von dieser Serie. Wir werden viele der Themen aufgreifen in der Zukunft und vielleicht etwas näher betrachten. Aber bis dann, Gottes Segen sei mit euch. Amen.